Zunächst einmal muss ich sagen, ist die Freude oder die Vorfreude auf dieses Spiel sehr groß bei uns allen, gesamte Mannschaft, gesamtes Team. Der gesamte Verein freut sich natürlich, dass wir so ein Spiel austragen dürfen. Ich will die Bayern nicht zu sehr in den Himmel loben. Es macht sowieso immer jeder, der gegen München spielt. Wir wissen alle, was da auf uns zukommt. Wie Sie es richtig sagen, ist es wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt zurzeit. Und da brauchst du natürlich, ne, einen absoluten Spitzentag, um da mithalten zu können. Es geht einem selber so, wenn man zurückdenkt über Spiele, die man schon selber absolviert hat, auch als Trainer, wo man hinterher dann manchmal sich da denkt, Mensch, es wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Ne? Das wollen wir auf keinen Fall, sondern wir wollen schon hinterher auch in den Spiegel schauen können und sagen, das, was wir zurzeit drauf haben, das, was wir zurzeit drinne haben, das haben wir abgeliefert. Ja? Und wollen nicht jetzt vor Ehrfurcht erstarren, sondern wir wissen, dass Bayern eine super Mannschaft hat. Wir wissen aber auch, was wir können. Und das wollen wir einfach bringen. Ja? Ich will hinterher einfach in den Spiegel schauen können und sagen, egal wie das Ergebnis war, das war das, was wir zu dem Zeitpunkt abliefern können.